So, YouTube. Hallo, willkommen. Ein neuer Tag, ein neues Glück. So kann's gehen. Hoffen wir zumindest das Beste, dass keine Höllenhunde kommen. Die Leute sind schon ganz gespannt, wie ich sterben werde. Und ich habe mir einen kleinen Wegpunkt gesetzt, den wir uns, ja, aneignen wollen. Und ich trinke und esse nochmal was, auch wenn wir eigentlich satt und voll sind. Gibt es ja ein paar Boni. Und ich glaube, die können wir auf jeden Fall gut mitnehmen. 1,2 Kilometer ist kein Pappenstiel. Und ja, ab den Tag... Oh. Danach, da ist unsere Baumfarm, wie man unweigerlich sieht, sollten wir anfangen, auch die Bäume zu fällen. Eventuell kriegen wir schon noch eine Stahlaxt bis dahin hin. Was fehlt denn uns da nochmal? Uns fehlt eine Wrench und dann fehlt der Klebeband. Ja, vielleicht finden wir noch ein bisschen Klebeband und dann können wir hier die ersten Bäume wegfarmen. Das geht dann schön schnell. Ich baue mir ein Gerüst. Falls Zombies kommen, nicht, sind wir nicht überrascht, weil beim Bäumehacken, finde ich, hört man die immer schlecht. Und wir haben gerade darüber diskutiert, ob da hinten ein Händler sein wird oder nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Wir sind eigentlich stark der Meinung, das könnte sein. Aber erstmal will ich mal wieder ein Hähnchen, weil da sind auch Federn drin. Wo ist es denn? Renn doch nicht weg. Komm, ergib dich deinem Schicksal. Da ist noch eins. So. Perfekter Schuss und ausgenommen. Wann endet der Stream? Also wann gehst du schlafen? 22.30 Uhr, denke ich mal. So wie fast immer. Manchmal ein bisschen früher 10 Minuten, manchmal 10 Minuten später. Kommt immer drauf an, wie man sich verduselt, nicht wahr, in so einem Spiel. Da ist es. Aber wo sind die denn hingerannt? Oh no. Nein! Ja, mir entkommst du nicht. Den Hühnchenkiller. Frisches Hühnchen für 8 Euro am nächsten Grillwagen. Ihr könnt es euch abholen, nur bei Larry Hähnchenkorb. Das schmeckt dann besonders gut. Ich finde auch ein fairer Preis. Ich muss sagen, ganz früher, ich fand schon halbe Hähnchen immer übertrieben teuer. Aber inzwischen, wie viel kostet ein halbes Hähnchen? 5,99? 6,99? Ein halbes Hähnchen, Alter. Da kriege ich ja einen halben BMW für. Also, vor allem macht das Ding 0,0 satt. Also, das ist so, ich glaube, das wird aussterben bei dem Preis. Also, das ist so ein maximal sinnfreies Essen, auch wenn es eigentlich ganz lecker schmeckt. Aber auch viel zu fettig heutzutage. Hühnchenkiller, das ist mein Name. Bei, wie hieß das Spiel? Fable, da gab es immer so Titel. Und da gab es den Titel Hühnerschreck. Den hatte ich denn lange inne. Den fand ich einfach klasse. Ich hoffe, es ist nicht im Ernst. Nein, natürlich nicht. Also ich muss auch sagen, mir schmecken inzwischen die veganen Optionen deutlich besser, gerade beim Hähnchen. Könnt ihr auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ich muss auch sagen, ich mag die Leute nicht, die so missionarisch Veganer sind. Ich mag aber auch die Leute nicht, die so missionarisch Fleischesser sind. So, ich esse nichts. Die Kartoffel kommt bei mir auch im Müll. So, warum? Also, was hast du davon? Keine Ahnung. Aber auch die Leute, die so, da ist ein Pulver drin, was mal ein Rind von hinten gesehen hat oder von oben und deswegen kann ich es nicht essen. Und ja, aber man muss ja nicht alles sofort immer verteufeln, nicht? Ich meine, jeder kann machen, was er möchte, aber das denn den anderen auch noch so aufzwängen, mit dir rede ich nicht, weil du das machst. So, das finde ich dann immer sehr bedenklich. Ich hoffe, ihr habt nicht solche Freunde im Umkreis. Ich kenne das auch nur aus dem Internet. Bin ich sehr froh drüber.
Aber man sollte immer neuem Essen auch offen gegenüber sein. Und manchmal entdeckt man ja was für sich, was man vorher vielleicht gar nicht kannte oder auf dem Schirm hatte. Wir werden auf jeden Fall einbrechen. Doch nicht. Und nur ein Buch drin, wow. Das hat sich ja richtig gelohnt, dafür die Haxen hier fast zu brechen. In welcher Stadt wohnst du? Steht auch in meinen Profilen. Gerne mal abchecken, Instagram oder Threads und auch Kommentare da lassen. Wir haben noch gar kein Keyword für heute festgelegt. Es gibt ja mal ein Keyword des Tages, wo ihr gerne, wenn ihr nicht wisst, was ihr kommentieren sollt, auf dem anderen Plattform einfach einen Kommentar da lassen könnt mit diesem Keyword. Welches nehmen wir denn heute? Höllenhund. Das klingt doch gut. Heutiges Keyword ist Höllenhund. Und ich würde sagen, falls ihr nicht wisst, was ihr kommentieren wollt, sollt, mögt, könnt ihr gerne einfach dieses Wort drunter posten. Dann weiß ich, ihr habt hier zugeguckt. Und gerne auch Short-Beiträge. Apropos, checkt den neuesten Short ab. Den ich heute freigeschaltet habe. Noch mehr verrückter Content von mir kriegt ihr sonst nirgendwo. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Der Krankenwagen hat leider geschlossen. Geschlossen, genau wie ich nicht schießen kann. Was habe ich verpasst? Wir sind zu spät nach Hause gekommen in der letzten Folge, haben gerade so überlebt und sind jetzt auf der Reise und auf der Suche, ob es noch einen weiteren Händler auf der Karte gibt und werden das hoffentlich gleich herausfinden. Aber quasi hast du nichts verpasst. Gute Zusammenfassung. Nehmen wir eben das Seine und es gibt gute Alternativen. Richtig, das ist es eben. Es gibt sogar, ich finde auch zum Beispiel bei diesen Burger Patties, die kannst du ein, zwei Wochen im Kühlschrank lassen und du hast immer was da. Und bei Fleisch ist so, nach zwei Tagen kannst du dir schon nicht mehr sicher sein, kann ich da überhaupt dran? Finde ich zum Beispiel auch so ein unangenehmes Gefühl immer dabei. Oder wir sind auch nicht so konsequent, dass wir sagen, heute kaufen wir es und heute kochen wir es, sondern dann liegt es halt im Schrank. Und ja, dann vergammelt es nachher und dann schmeißt man unnötig Essen weg, weil man vielleicht zu viel zu arbeiten hatte und nicht dazu gekommen ist. Und das ist ja auch schade und muss ja nicht sein. Und mit so länger haltbaren Sachen kann man doch ein bisschen besser planen. Und das mag ich deutlich mehr. Könnte das sogar schon ein Händler sein? Das ist ein Händler. Sehr gut. Und um die Frage noch zu beantworten, wo ich herkomme, Leipzig aktuell. Das habe ich ganz vergessen. Im Redefluss einfach untergegangen. Ich kenne auch, ganz ehrlich, so einen vollen Chat kenne ich von Twitch nicht. Seht es mir nach, wenn ich die ein oder andere Nachricht vielleicht nicht sofort sehe. Zack, oh. Und wir hatten recht, genau da, wo wir gesagt hatten, war auch der Händler. Zu einfach, nicht? Wenn man den Algorithmus kennt. Apropos Händler kennen, das bedeutet auch, der hat ja auch ein paar gute Sachen. Können wir auch noch mitnehmen. Zack. Zack. Ich finde, jeder sollte seine eigene Meinung haben, was Fleisch angeht, aber alle Veganer sind so, ihr dürft nur das, genau. Jeder hat halt seine eigene Sache, jeder hat seine eigene Meinung, genau. Das finde ich eben auch. Das ist halt, ich meine, man kann eine Empfehlung aussprechen oder
so, aber zum Beispiel, ich gehe auch Bratwurst essen, ich liebe Bratwurst, aber ich würde nie auf die Idee kommen, bei so einem Fest dann mir vielleicht was anderes zu holen, wenn ich weiß, das schmeckt mir nicht so. Aber ich habe auch schon mal einen veganen Käsedöner gegessen, weil ich einfach Bock drauf hatte und war positiv überrascht, nicht? Und hat super satt gemacht, also manchmal muss man halt auch, sag ich mal, Neues ausprobieren im Leben, denn nur dann weiß man, ob man, ja, etwas mag oder nicht mag, nicht? Also Erfahrungen sammeln. Und man kann Erfahrungen nur sammeln, indem man selber Sachen ausprobiert und nicht indem jemand anderes einem sagt, dass das der richtige Weg für einen ist. Man kann eine Empfehlung von jemandem bekommen. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Aber dann muss man es auch selber ausprobieren, um sicher zu sein, dass es auch das Richtige ist. Hallöchen. Hast du irgendwelche Aufgaben? Vergrabene Vorräte, Norden, Osten, Südwesten, finde ich gut. I got work to do. Ja, ja, ja. It's a deal. Disappoint me. Ja, ja. Apropos Disappoint, müsste jetzt nicht eigentlich ein Abwurf kommen vom Flugzeug? Naja, gut. Wir sammeln Leben. So, im Wort des Tages ist Höllenhund, aber es wurde über Hähnchen gesprochen. Und der Alternative natürlich, was Larry sagte. Ja, okay, dann gerne auch als Alternative zu Höllenhund das Keyword des heutigen Tages veganes Hühnchen. Dann weiß ich auch Bescheid. Ist doch alles möglich. Hast du schon einen Polizisten getroffen? Haben wir gestern. Der geistert noch in seiner Polizeiwache rum und da kann er auch schön bleiben. Dem müssen wir nicht nochmal begegnen. Ich konnte die Tür zumindest rechtzeitig zumachen, bevor der erste explosive Strahl in unsere Richtung losging, sonst wäre es das gewesen. Neues Ausprobieren ist auf jeden Fall gut, richtig. Wobei man auch sagen muss, man kann sich natürlich auch auf Sachen beruhen, wenn man weiß, einem gefällt was, ist es genauso gut zu sagen, nee, ich habe jetzt aber da drauf Lust. Ist genauso legitim, nicht? Man muss auch nicht immer Neues ausprobieren. Also nicht alles Neues ist auch gut. Also wenn jemand sagt, spring vom nächsten Haus, würde ich euch empfehlen, tut das nicht. Das kann nicht gut ausgehen und hat auch keinen Mehrwert für niemanden. Achso, starten. Na super, so dicht an einem Schneebiom auch noch. Oh, verdammt. Entschuldigen Sie, Sir, Sie haben da einen Pfeil. Oder auch zwei. Oder auch... Aua! Was sollte denn das? Ah, ein bisschen zu spät losgelassen. Mann, 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 Mann. Immer diese aggressiven Nachbarn, nicht wahr? Bratwurst im Brötchen auf dem Dorffest. Genau das. Nicht? Das geht... Also das ist so eine kleine Leidenschaft von mir auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, es gibt eine vegane Bratwurst, die ich gut fand. Das ist die Stadionbratwurst, die es in manchen Stadien gibt. Die gibt es auch so zu kaufen. Aber auf so einem Stadtfest oder so gibt es sowas ja meistens gar nicht, von daher... Das ist immer, ja, auch, also mir ist es auch egal, nicht? Ich esse auch das, was da ist. Ich mache da keinen Hehl drum. Aber wenn ich irgendwas sehe und Appetit drauf habe, dann probiere ich mich halt immer gerne aus. So, gucken. 14 Minuten in der Aufnahme erst. Aber ja, Bratwurst im Brötchen und dazu vielleicht ein Bier auf dem Dorffest oder im Biergarten. Also hier gibt es auch manchmal IRL aus dem Biergarten. Aber ich glaube, die Biergartenzeit, vielleicht dieses Wochenende noch einmal zusammen im Biergarten. Wer ist dabei? Das wäre das Einzige, wo ich nochmal hin will. Vielleicht sogar den anderen da, wo Napoleon war. Den habe ich gut gefunden. Aber der Stream kam nicht gut an auf YouTube. Der hat schlechte Sichtbarkeit gehabt. Das war ein bisschen schade. Biergarten ist, glaube ich, nicht so der perfekte Content für YouTube. Eher was für Twitch. Bei Twitch kommt Biergarten zum Beispiel gut an.
hoffe, das Wetter spielt mit. Ich auf jeden Fall auch. Und am Sonntag dann, ich hoffe, mein Rad wird morgen fertig. Wer es mitbekommen hat, am Sonntag die Radtour. Wir waren 50 Kilometer von Leipzig entfernt, habe ich einen platten Reifen gehabt. Und bin im Nirgendwo gestrandet. Und bin dann auf einem kaputten Reifen 39 Kilometer auf dem schnellsten Wege zurückgefahren, über Stock und Stein. Und ich hatte Glück, ich hatte schon unplattbare Reifen drauf. Aber nach 1700 Kilometern haben die anscheinend gesagt, nee, danke. Die wollten da nicht mehr und ja. Aber ohne Unplattbar wäre ich einfach gestrandet gewesen. Irgendwo im Borner Nähe südlich. Wir wollten eigentlich nach Gleithain. Haben wir dann natürlich nicht geschafft. Und jetzt lasse ich gerade 6 cm unplattbare Reifen aufziehen, sodass uns das hoffentlich nicht passiert. Und ich habe eine Werkstatt gefunden, die es halt innerhalb einer Woche schafft. Das ist unglaublich. Alle anderen, die ich angefragt habe, da war Ende September der früheste Termin, dass sie sich angucken. Und dann Mitte Oktober der Abholtermin. Und dann andere dubiose Werkstätten gab es auch noch. Da hatte ich auch nicht so Lust drauf. Wie lange streamst du noch? Immer 22:30 Uhr. In etwa 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr. Und dann immer plus minus 10, 20 Minuten. Aber da kann man sich eigentlich drauf einstellen. Und jetzt, wo ich auf YouTube regelmäßiger streame, stelle ich tagsüber schon den Stream ein. Ich glaube, da könnt ihr euch eine Erinnerung setzen lassen, wenn ich live komme auf diesen Stream. Der kommt dann im Laufe des Tages, so denke ich mal, bis 15 Uhr richte ich den immer ein. Dann steht der Titel und so schon parat und dann steht er auf vorgeplant. Und ich denke mal, ihr könnt den sehen und euch irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der live kommt. Ansonsten ab in den Discord. Dort gibt es eine Live-Benachrichtigung im Benachrichtigungskanal. Ausrufezeichen Discord in den Chat. Dann sollte der Bot auch relativ gleich reagieren. Die Markierung können wir löschen, nicht? Löschen, 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 löschen. Entfernen. Wie kann man einen Wegpunkt löschen? Ich kann ihn nur ausblenden. Dann blende ich ihn aus erstmal. Hast du eigentlich eine Freundin? Ich schon sehr, sehr lange, ja. In meinem Alter wäre es, glaube ich, auch komisch, wenn man keine Partnerin in irgendeiner Weise hätte. So, der Händler kriegt seine Abgabe. Sehr gut. Und wir haben wie viel Leben gesammelt? 841, das ist super. If you break it, you Handbuch, automatische buy. Waffen, Dietriche, Munition 100. Boah, das finde ich gut. Wir nehmen die Munition. Hat er noch ein paar Aufgaben? Noch mal vergrabene Vorräte? Holen wir uns auch, oder? Ja. Reden Sie mal, alter Herr. Wolke 4? Ah, das ist doch der... ich wäre gern auf Wolke 7, aber mit dir auf Wolke 4 schweben. Ja, der ist doch schon etwas älter, nicht? Den habe ich eine Zeit lang relativ viel gehört. Der ist doch von 2013 oder so? Der ist doch richtig alt, oder? Apropos, es gibt auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist. Falls ihr meine aktuelle Musikrichtung, die ich so höre, wenn ich lustig drauf bin, hören wollt, dann einfach auschecken. Ich habe für jedes Jahr so eine Playlist, nicht? Und mein Musikgeschmack ändert sich, ja, sag ich mal, ständig. Und auch die Playlisten innerhalb eines Jahres sind sehr durchmischt zwischen Mittelaltermusik zu modernen Sachen, zu Dubstep oder auch, ja, cozy Musik ist immer alles dabei. Und das rückwirkend bis, glaube ich, 2015, wobei die alten Playlisten eher so noch ein bisschen unaufgeräumt sind.
Und je neuer, desto voller und sortierter sind sie dann. Und Wolke 4 müsste auch dabei sein, wenn ich mich recht entsinne. Früher war halt auch eher so Musik, die man unterwegs gehört hat, bei mir angesagt. Inzwischen ja eher weniger. Ich muss sagen, so rausgehen, so im Biergarten, entspannt sitzen, ein bisschen quasseln und was Gutes trinken, das reicht. Und was Gutes essen vor allem. Aber so richtig weggehen oder so, oder auch nachts rausgehen, bin ich gar nicht. Ach du Scheiße, Wow, was ist denn mit Ihnen los? Scheiße, Alter. Ich hab nix bei. Bandage. Bandage, kann ich nicht machen. Ja, toll, wir sterben einfach hier. Es hat aufgehört. Oh, shit, ich dachte schon, ich hab die Bandage weggepackt. So eine kleine Bitch hier. Sorry, das musste mal sein. Die war ja wirklich, also, damit habe ich null gerechnet. Nicht? Es gibt ja auch ferale Zombies. Ich glaube, so langsam komme ich in die Spielstufe, wo sowas passiert. Oh. Ey, wenn denn der Footballspieler kommt, der hier Rugby macht, Alter, wenn der Arsch mich erwischt, ey, dann ist Sense. Der hat mich schon mal aus dem Leben gerissen. Und zwar dauerhaft. So dass ich keinen Bock mehr auf das Spiel hatte. Oh Mann. In der Wüste auf dem Spielfeld, ich ahne nichts Übles und dann kommt der an und reißt mir einfach den Kopf ab. Oh Mann. Und wie alt bist du? Das ist ein Geheimnis. Aber über 30, das darf man gerne wissen. Der Song ist von 2016. Oh, so neu? Okay, ich habe den älter in Erinnerung. 2016 erst. Na gut, erst sind auch 8 Jahre, nicht? Darf man ja auch nicht vergessen. Okay. Habe ich ihn nicht gerade schon? Ach nee, der hat sich nur verringert, nicht? Ich dachte, ich habe ihn schon gefunden. So. Wo bist du, Schatz? Versteck dich doch nicht. Wir haben noch keine Schatzkarte gefunden hier. Das ist wirklich ein Problem. Ich hätte gerne eine richtige Schatzkarte mal. Komm, jetzt. Oh, komme ich hier raus? Nicht, dass die mich gleich überraschen. Und ich komme hier nicht raus dann. Da ist das Flugzeug, ich wollte doch sagen. Natürlich, jetzt liegen die natürlich nördlich. Scheiße. Ah, das ist blöd. Oh, no. Oh, fuck it. Okay, da müssen wir morgen hinreisen. Da auf dem Weg können wir ja Pfeile basteln. Dann lohnt sich das wenigstens. Kono weiß nicht alles, aber er hat einfach zugehört. Ich hatte das gerade beantwortet. Nee, okay. Okay, da ist schon kein... Ah, genau hier drunter, wo unser Ausgang ist. Das ist natürlich blöd.
immer noch nicht. Wenn ich jetzt hier wegbagger. Oh oh. Alle mal ein Like da lassen. Das wäre auf jeden Fall immer gut. Und ein Follow auch. Aber heute sind schon ordentlich viele reingekommen. Ich muss sagen, dafür, dass ich mit ungefähr... Da ist es. 30 Followern, die von 2018 übrig geblieben sind, so vor ein paar Wochen erstmal wieder richtig mit YouTube angefangen habe und erst seit, ja, sag ich mal, 1,5 Monate richtig mit Playlist und Videos, die zusammen, ja, sag ich mal, aufgenommen wurden, mache, ist der Support hier sehr, sehr gut und unglaublich und auch die Aufrufzahlen sind sehr, sehr stark. Wo ich mich immer noch frage, wo die 30.000 Aufrufe fast vom dem einen Stream, wo ich einfach in der Bahn nach Hamburg saß oder von Hamburg aus dem Urlaub zurückgefahren bin, wo die herkamen. Das frage ich mich immer noch. Aber die haben mich auf jeden Fall motiviert, hier Twitch mal dem zu sagen, auf Wiedersehen und YouTube. Oh Mann, der Bogen hat einfach blockiert. Seit ich die Mods dran habe, ist der manchmal so ein bisschen zickelig, der Bogen, habe ich Gefühl. Jetzt haben die uns schon zweimal eingeschenkt. Und weil ich überladen bin, nicht? Ich komme nicht so schnell weg, wie ich möchte. Ich glaube, die Kiste ist halt super schwer da auch. Ah, ich hätte Honig, nicht Infektion heilen. Ah, das ist gut. Okay. Aber hey, zwei Aufgaben gemacht, das ist doch schon mal was. Bleiben sie liegen, dann tut die noch nichts mehr weh. Und was kurz weg? Ah ja, okay. Dann erklärt sich das, warum man manches nicht mitbekommt. War das ein Hund? Ach, das war mein Magen. Der hat Hunger bekommen. Ich dachte schon sonst was. Naja, das Problem ist, auf der Suche nach Taschenmods, da sagst du was Richtiges. Wir haben schon so viele Poys, ich habe nicht mal eine Wrench gefunden. Wir haben in ein paar sehr seltenen Kisten, ja, wirklich, wir haben uns durch Zombie-Horden gekämpft, ja, um oben an den Loot zu kommen. Und was war? In der verschlossenen Kiste ein dreckiger Lappen, ein einzelner dreckiger Lappen und ein Buch oder sowas. Wow. Wow. Ja, also so kann ich keine Taschenmods bekommen, wenn in den Kisten einfach nur Scheiße drin ist. Und das ist die ganze Zeit so. Ich glaube, das Lootglück ist hier noch nicht so hoch, obwohl ich eigentlich erhöht habe, mehr Werkzeuge zu finden, mehr Bücher zu finden. Ja, nicht? Oder mehr Lernzeug oder so. Aber so richtig habe das Spiel noch nicht mitbekommen, dass ich die Fähigkeit anscheinend freigeschaltet habe. Okay, ich würde aber sagen, zum Händler abgeben und dann nochmal durch die Stadt. Wir sind eh voll. Das ist ein bisschen blöd, nicht? Man ist halt wirklich super schnell voll hier. Und ich sehe, manchmal hängt die Kamera. Das ist leider die Elgato-Software. Nicht wundern. Ich habe öfter schon drüber geredet. Die verträgt sich nicht so mit Streaming, Livestreaming. Das ist ein bisschen schade. Die macht dann manchmal ein bisschen zicken. Ah, hier, Chemiestation. Tabletten, oh ja. Öltonne, können wir auch noch mitnehmen. Eisen. Dabei brauchen wir die Lappen ja, nicht? Das ist ja für Kleber ganz gut. Zeitschriftenpaket, nicht schlecht.
Bauplan Totengräbermod brauchen wir nicht. Speck mit Eiern haben wir so viele. Holz 500. Pff, nee, das Fertigungsding ist am besten nicht. Okay. Können wir ihm was verkaufen? Take a look, buy some shit, get the hell out. Ah, ja, ja. Was hat er mir dafür? 4. Nee, dafür verkaufe ich ihm nicht. Honig habe ich so viel, das verkaufe ich ihm mal. Wasser verkauft er mir auch nicht. Tabletten, pff, ja, habe ich auch nicht so viele, hebe ich mal auf. Die Schuhe, komm, die brauche ich eh nicht. Kann weg, kann er haben. Dann haben wir nämlich weniger Gewicht. Hier auch die Handschuhe, komm, verkaufen. Brauche ich auch nicht. Haben wir noch irgendwas? Nichts Großes, nicht? Die kann ich nicht verkaufen. Ich habe nur so Kleinkram die ganze Zeit dabei. Was hat er denn am Werkzeug? Drahtwerkzeug, Sammler. Erhöht die Tausammelrate. Aber 720. Aber einen könnte ich mir leisten. Nitrat, Schießpulver, Verband. Was hat er hier? Scrapping, Wiring, Shotgun, Tactical, Gefecht in der Stadt, Handbuch, Bauplan, der glückliche Sammler. Ja, Munition? Nee. Trommelmagazin. Gegenstände herstellen. Verteidigung? Nee. Er hat auch nicht das, was wir brauchen. Dynamitstangen. Die Werkbank 6000. All that gawking at goods and that's all you buy? Ah ja. So, wo ging's nach Hause? Habe ich das ausgeblendet? Hä? Ist der Wegpunkt weg? Ach, kann es nur einen Wegpunkt geben? Ah, es kann nur einen Wegpunkt geben. Ah. Alles klar. Okay, ich dachte, man kann ver... Das wäre noch stark, nicht? Wenn man in dem Spiel verschiedene Wegpunkte mit verschiedenen Farben oder so haben könnte. So ein bisschen wie im Foundry. Dass man die dann benennen könnte. Wahrscheinlich gibt es eine Mod dafür, aber ja, warum ist es nicht im Originalspiel drin? Was auch nicht im Originalspiel drin ist, ist, dass die Folge leider schon wieder zu Ende ist. Die war sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir 1,1 Kilometer zusammen zurücklaufen. Bis gleich.